Hola Löwe, herzlich willkommen zu deinem zweiten Reading im Mai. Das ist so vom Vollmond dann bis zum Neumond, abnehmende Mondphase. Vom 16. bis zum 30.05. diesmal. Ganz witzig, dass es genau die gleichen Daten sind wie letzten Monat, also auch 16. und 30. Ob das was zu bedeuten hat, ich bin gespannt. Irgendwie habe ich das Gefühl, ja. Aber ist ja auch Wayne. Ich schaue hier für dich und dein Gegenüber. Ja, wie eure Verbindung so momentan ist, wie sie sich weiterentwickeln wird und ja, was so ein gesunder Weg wäre. In eure Hauptenergien werde ich hier mit dem Zodiac Astro Science gucken. Das ist hier ein astrologisches Deck, damit kann man Tarot legen, sein Horoskop legen, aber auch aktuelle Planetenstellungen, wenn man mal nachschauen will, was los ist. Das habe ich entwickelt, das könnt ihr bei mir bestellen. Da gucke ich in eure Hauptenergien. Ich bin ja Astrologin. Klassisch keine Tarotlegerin, aber ich werde trotzdem mit dem Tarot ein bisschen in eure Energien reinmischen und gucken, was da los ist. Ja, da kriegt man nochmal so einen tieferen Einblick, sag ich mal so. Ne? Hauptenergien hier aus der Astrologie, was da los ist. Falls du merkst, irgendwie ist das nicht deine Situation, erzwing bitte auch keine Energie, dann ist es einfach nicht dein Reading oder nicht für dich dann diesmal. Vielleicht sind ja ein paar Impulse dabei, wenn nicht, auch nicht erzwingen, ganz wichtig. Ja, und für wen du hier reinschaust, das kannst du entscheiden und wirst du ja auch am besten wissen. Zu guter Letzt bekommst du und dein Gegenüber noch eine Energiekarte, wo das Universum sagt, ja, das ist so ein gesunder Weg da, wo wir euch hinhaben wollen, oder musst du nicht gehen, ist nur so ein kleiner Impuls vom Universum, wo das Universum sagt, ja, so können wir arbeiten. Und eine Energiekarte, wo das Universum sagt, nö, so machen wir dann auch nichts mehr. Alles klar, dann starte ich doch auch mal direkt für dich und dein Gegenüber vom 16.05. bis zum 30.05. Mein Gegenüber und so, eure Energie. Ich habe schon mal so beim Shuffle ein bisschen gesehen, du willst wieder in deine Stärke kommen. Du hast noch ein bisschen Herzschmerz. Ich glaube, Zeit heilt auf jeden Fall die Wunden. Zeit. Und für mich ganz echt, was richtig gut geholfen hat, Selbstliebe, meine Meditation. Da kamen zwar noch mal Themen hoch, wo ich mir dachte, wow, aber die zu transformieren, ist echt geil. Man kommt dann wieder in seine Stärke. So, für dich und dein Gegenüber, Löwe. Schauen wir doch mal. Naja, da ist noch ein bisschen Karma-Bewältigung. Viel Heilung, uiuiui. Wow, ganz schön feurig hier. Gleich hast du alle Kometen bei mir aufgegriffen, lieber Löwe. Eure Hauptenergie, deine Energie, dein Haus, das fünfte Haus, in Freude kommen. Ja, das ist auch, was ich so beim Shuffle ein bisschen gesehen habe. Du willst da reinkommen. Und du hast auch wieder Bock, so voller Leidenschaft zu sein und so einer leichten, geilen Energie. Und das ist auch so eure Hauptenergie zwischen dir und deinem Gegenüber. Ja, so Energie aus sich selbst zu schöpfen, das Leben zu genießen, selbstbewusst zu sein. Der Löwe-Sonnenzeichen oder der Planet Sonne, der dazu gehört, steht für das Selbstbewusstsein. Das will sich in der Welt zeigen können, keine Masken tragen, einfach sich selbst sein dürfen und Spaß haben. Und ja, der Welt auch zeigen und teilen. Und da seid ihr momentan so ein bisschen aufgefordert vom Universum, das auch zu zeigen oder zu teilen mit eurem Umfeld, also mit eurer Verbindung hier. So, auch Feuerenergie. Also ich habe hier echt mega viel Feuer, auch wenn ich jetzt mal die Kometen dazu zähle, was ich hier so sehe, ein bisschen Erde. Kommunikationskarten ja auch ein bisschen. Aber fangen wir mal direkt an. Hier, in der aktuellen Energie habt ihr den Chiron, Skorpion und das dritte Haus. Ja,
Also eure Situation hat ja den Chiron ausgelöst. Den haben wir auch aktuell eh. Also der wird jetzt morgen auch schön energetisch wirken im Vollmond. Chiron, tiefe Heilung. Also ihr habt gemerkt, dass diese Verbindung echt bei dir und bei deinem Gegenüber was ausgelöst hat, das geheilt werden muss. Und ich sehe hier auch mit dem Skorpion, ihr seid da weiter dabei. Also Sternzeichen-Energie, immer eigene Energie, in der man sich gerade befindet. Ja, man will was verändern, man will da raus, man will sich aus dunklen Energien ziehen, aber auch wichtig, da hinzugucken. Ja, der Skorpion kann in der Schattenwelt sich gut zurechtfinden, ist da nicht so lost und guckt da auch gerne mal hin. Woran liegt das? Was sind da für Themen bei mir, die ich transformieren muss oder kann? Nee, ihr seid hier beide ein bisschen aufgefordert, darüber zu sprechen, was deine Wahrheit ist, lieber Löwe, und was die Wahrheit von deinem Gegenüber ist. Ob ihr in diese Kommunikation geht, würde ich sagen, würde so nach der Transformation wahrscheinlich gut sein, wenn ihr in eurer Energie dann seid. Aber das ist hier wichtig auch für die Heilung, wie ich das sehe. Und dritte Haus gehört zum Zwilling, Merkur-Energie. Ja, der Zwilling hat es manchmal schwer, so seine Wahrheit zu finden, weil eigentlich jede Information, die er aufsaugt, eine Wahrheit für ihn ist. Und da ist er immer so zwischen Tugenden und Lastern ein bisschen gefangen. Aber wenn man da so in sich reinhorcht hier mit dem Skorpion, also auch mal guckt, okay, woher kommt was, was habe ich da gemacht, liegt das auch vielleicht an mir, was sind meine Schattenthemen, wo ziehe ich mich zurück oder bin aggressiv oder du wirst am besten wissen, was dich triggert oder was dich immer wieder aus der Balance bringt oder die Energie zieht. Und der Skorpion löst sich von diesen Energien auch. Wenn er in diese Schattenwelt reingegangen ist, dann sagt er auch, okay, nee, danke, tschüss. Und ich sehe hier, das wird, da seid ihr auch gerade bei. Seid ihr nur auch aufgefordert, das dem anderen mitzuteilen, was eure Wahrheit dahin drin ist. Ich glaube, das würde dieser Bindung gut tun, dieser Verbindung hier. In der Gegenwart haben wir den Wassermann, Saturn. Und das karmische Gepäck. Ich glaube, beim nächsten Druck mache ich die Karte irgendwie farbenfroh. So rot. Signal. Wenn. Also, in der Gegenwart. Was seid ihr in der Wassermann-Energie? Erneuerungskraft. Also ich sehe schon, ihr wollt was ändern. Ihr wollt eine Reform, ihr wollt Revolution, ihr wollt was Neues, Altes einbrechen. Hier auch immer wieder mit dem Saturn genau diese Sicherheiten, alte Muster, alte Verhaltensweisen, alte Gesetze und Regeln erneuert werden wollen, hier mit dem Wassermann auch. Und ich glaube, hier geht's. Saturn ist ja auch der Steinbock, und der Steinbock im Tarot ist der Teufel, und dann auch hier das karmische Gepäck drauf. Also ich glaube, ihr habt euch gut was gezeigt gegenseitig, und das wollt ihr erneuern, ihr wollt da was eure Vision haben, ihr wollt das Leben, wofür ihr strebt, was sich halt auch gut anfühlt, Hauptenergie, um wieder in diese Freude zu kommen. Und ja, da seid ihr aber auch drin, momentan, also in der Gegenwart, ne? Aktuell in der Transformation. Ich würde sagen, ja, dadurch, dass ihr in diese Erneuerungskraft kommen wollt, habt ihr erkannt, okay, das und das sind diese Muster. Das hat dann hier den Chiron schön ausgelöst. Kometen sind ja immer so Beleuchtungsthemen, also ne, man macht was oder mischt Energie mit einer Bindung und dann, ah krass, das ist mir ja noch nie aufgefallen. Das sind so Kometen in der Astrologie. Ja, und das kommt jetzt hier auf euch zu. Bei dir, lieber Löwe, haben wir Lilith, neunte Haus und Jupiter. Pure Feuerenergie. Also Lilith zähle ich auch dabei, weil Lilith ist eine so ja, ekstatische Energie, kann aber auch unterdrückt sein, weil man unterdrückte Gefühle können das auch sein, weil man sich irgendwie noch schambehaftet ist oder irgendwelche Themen noch nicht gelöst hat. Kann auch, also die Lilith kann eigentlich klar sagen, ja, nein, das will ich nicht. Sie nimmt sich, was sie haben will, scheut sich auch nicht, Erotik zu zeigen oder das auszuleben, diese Sexualität. Da kann man auch gerne mal im Horoskop schauen. Ich habe auch in dieser Infokanalbox einen Link
was die Lilith so ausmacht, unterbewusst und bewusst. Weil wenn man die unterdrückt, die Lilith, dann ist man echt kein netter Zeitgenosse. Und wenn man diese Themen bearbeitet hat, dann ist es auch für einen selbst im Leben leichter. Und das ist so aktuell bei dir so die Herausforderung. Ich glaube, du musst da was, irgendwas unterdrückst du. Und hier mit dem neunten Haus, was zum Schützen und Jupiter gehört, und der Jupiter folgt ja hier, der auf dich einwirkt von außen, da mal deinen Horizont zu erweitern. Das klingt ein bisschen gemein, aber so ist es nicht gemeint. Aber vielleicht mal so ein paar YouTube-Videos zu dem Thema anschauen, sich weiterbilden, damit man auch dieses Imperium hier, was man sich schaffen möchte oder was auch auf einen zukommen möchte, auch aufbauen kann. Darum geht es so bei dir, was Verbindung angeht oder was diese Verbindung angeht. Oder generell, das wirst du wissen an der Löwe. Aber da geht es so um ein Meister zu werden in Verbindung. Und ich glaube, da geht es auch, wenn du deine Lilith auslebst, dann kannst du auch viel, viel entspannter sein. Und ich glaube, das ist so gerade deine Herausforderung beim Schaffeln. Wie gesagt, habe ich ja schon gesehen, dass du gerne wieder in diese Freude kommen möchtest. Hauptenergie ja auch bei euch. Und du weißt irgendwie, was ich gesehen habe, Herzschmerz, aber du weißt nicht, wie du da rauskommen sollst. Und da kann es echt gut sein, mal in diese Lilith zu gucken. Also ich habe da sehr viel draus gelernt, die ich außerdem hier in deinem Zeichen habe, Löwe. Erotik und sowas. Ja, sage ich ja. Das sind manchmal Themen, die einem vielleicht unangenehm in der Gesellschaft sind, weil man darüber auch nicht redet. Ne? Die Lilith ist ja so das Gegenstück zu Eva. So, aber jetzt mal zu deinem Gegenüber. Haben wir das 11. Haus, Merkur und den Deszendenten. Und das 11. Haus gehört zum Wassermann, was ihr auch in der Gegenwart gerade habt. Und dein Gegenüber ist da halt aufgefordert, auch seine Vision mitzuteilen und auch zu verstehen, dass wenn man unterschiedlich ist, trotzdem zusammenarbeiten kann. Das ist nämlich so die Aufgabe vom Wassermann oder vom 11. Haus, seine einzigartigen Gaben in dieser Gesellschaft, also in eure Bindung einzutragen und da auch nicht dann so, ich will aber nur das, jetzt kann ich das nicht machen und ich verlasse diese Situation, sondern zu schauen, ne, das ist wieder mein klassisches Beispiel, Programmierer und Designer können die Website bauen, wenn sie beide wollen. So, wenn beide wollen, können sie mit ihren unterschiedlichen Gaben etwas erreichen. Und ja, weil man da vielleicht eventuell noch nicht drin ist, weil das ist ja immer hier so eine Aufforderung, ist immer wieder so eine Merkur-Energie auf dein Gegenüber eingeprasst. Das ist so, die Sachen zu analysieren. Also dann immer so, ja, okay, warum funktioniert das nicht? Ich stelle mir das doch so vor, 11. Haus, Wassermann-Energie. Das ist doch meine Vision. Ich würde es gerne einbringen, aber irgendwie komme ich immer wieder ins Grübeln, ins Analysieren. Warum, wieso, weshalb, warum ist diese Situation so? Und man geht da aber auch, man schaut auch in sich. Weil so wie man sich selber achtet mit dem Deszendenten, das zieht man an, das kriegt man vom Universum. Sag ich mal, wenn man da nicht in seinem Selbstwert ist, zieht man natürlich auch Leute an, die nicht in ihrem Selbstwert sind. Und da wird gerade reingeschaut. Das ist so das Gegenstück vom Aszendenten. Also so wie ich mit mir selber umgehe, so gehe ich auch mit anderen um. Ne? Und wenn ich selbst viel Kritik an mir ausübe, dann übe ich vielleicht auch viel Kritik an meinem Gegenüber aus. Und da analysiert dein Gegenüber jetzt diese Situation mit dir, Löwe. Okay, ne, man hat nicht so seine Einzigartigkeit da eingebunden und das hat immer wieder so ein Nachdenken ausgelöst, weil diese Merkur hier zur Jungfrau gehört. Okay, auch so Gesundheitsthemen, kann ich mit diesen Menschen kooperieren oder nicht, damit das effizient für mich ist? Und da merkt man manchmal so jetzt, okay, könnte auch sein, dass eigentlich will ich eine Bindung, aber vielleicht stehe ich mir da auch selber im Weg. Ich gucke jetzt mal mit dem Tarot auf deine Seite und auf die Seite deines Gegenübers, was da denn noch so los ist. Ich bin ganz schön interessiert. In der Gegenwart seid ihr eigentlich in dieser Wassermann-Energie. Aber dein Gegenüber hat bei sich trotzdem die Aufforderung. Vielleicht will dein Gegenüber in diese Energie kommen oder tut nur so. Und das werde ich jetzt mit dem Tarot rauskitzeln. So, für meinen Löwen und für das Gegenüber bitte noch genauere Energien zu deren aktuellen Situation und Energien. Für dich, Löwe, für die Lilith,
haben wir die Gerechtigkeit. Fürs neunte Haus haben wir 2 der Kelche und für den Jupiter 9 der Stäbe. Für dein Gegenüber haben wir fürs 11. Haus die 4 Münzen. Ja, man hortet da irgendwie seine Vision. Für die Merkur haben wir 4 der Stäbe, aber auch schöne Energie. Und für den Deszendenten haben wir 7 der Stäbe. Ja, 7 der Stäbe ist immer so, man hat das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen. Eure Hauptenergie ist hier der Bube der Schwerter. Ja, mal sagt man die Wahrheit, mal ist man da vorsichtig mit, mal kommuniziert man nicht ganz, was Sache ist, traut sich vielleicht auch noch nicht. Der ist noch nicht so selbstbewusst, dieser Bube, ne? Der muss noch einiges dazulernen. Ganz am Anfang, kann man auch sagen. Und das sehe ich auch so ein bisschen bei deinem Gegenüber. Deinem Gegenüber fällt es schwer, so sein wahres Ich in diese Verbindung einzubringen. Macht das ganz zaghaft. Weil eigentlich, ja, da wird viel drüber nachgedacht. Hier 4 der Stäbe ist ja dieses Liebesglück, das Zusammenkommen. Aber irgendwie kommt auch von dir, und da kommen wir auch gleich zu, immer so, dass dein Gegenüber in so eine Nachdenkerenergie geschmissen wird, Planetenenergie, Außenenergie, die dann so Körper, Geist und Seele beeinflussen. Und dadurch hat dein Gegenüber irgendwie immer so ein Gefühl, sich zu rechtfertigen. Und dann wird überlegt, warum muss ich mich in Verbindung immer rechtfertigen? So kämpfen, da habe ich mir meine Position gerade, ne, dann steht man wieder auf beiden Beinen, hat, sage ich mal, viel gemacht und dann passt es trotzdem noch nicht. Und dann so, ach ja, jetzt muss ich mich schon wieder rechtfertigen. In so einer Energie ist dein Gegenüber, aber fängt auch darüber an nachzudenken, was er da so mit einbringt oder sie mit einbringt. Bei dir haben wir auf die Lilith die Gerechtigkeit. Skorpionenergie. Ich frage mich jetzt, ob du das so ein bisschen abhängig von deinem Gegenüber machst, da deine Passion reinzusetzen, oder ob du für dich sagst, oh, ich will endlich in diese Energie kommen, in die Gerechtigkeit. Weil ich glaube, hier geht es schon in der Weiterbildung, habe ich ja bei dir auch, es geht schon hier um diese 2 der Kelche. Also eigentlich, ja, würdest du gern die Lilith zeigen, aber du zeigst sie nicht, weil es nicht gerecht ist, weil hier noch irgendwas, ja, weil dein Gegenüber ja auch hier 11. Haus hortet seine eigene Vision, 4 der Münzen, geizt damit rum, so sich wirklich zu zeigen, wie er ist. Und da fehlt dir noch so ein bisschen das Wissen und du, ne, da willst du jetzt gerade reingehen oder da sollte man reingehen, da noch mal ein paar Informationen rausholen oder auch mal schauen, ja, wie kann ich zum Meister werden, was solche Beziehungen angeht. Ist diese Beziehung was für mich oder nicht? Also da seine Philosophien, ne, so zu gucken, wo ist mein Ziel, wo will ich hin? Liste schreiben, was sind meine Standards, wie stelle ich mir eine Beziehung vor? Weil in dieser Verbindung blockst du so diesen Aufbau oder Jupiter blockst du irgendwie ab. Du hast da auch noch deine Schutzmauern. Und ich glaube, deswegen sagt das Universum hier mit dem 9. Haus, nochmal ein bisschen in die Meisterenergie kommen, noch ein bisschen dazulernen, warum du das so abblockst. Und ich glaube, dafür wurde dir auch dein Gegenüber geschickt. Weil vielleicht bist auch du noch so ein bisschen, dass du deine Lilith nicht auslebst, oder eventuell noch auch so sagst, ja, das muss ich ja noch herausfinden. Oder ja, Gerechtigkeit ist ja auch, ne, was man sät, das erntet man auch. Vielleicht hoffst du auch so, ich will da endlich reinkommen. Und wann komme ich da rein, damit das Tier sich auflöst? Ich gebe doch schon so viel. Oder ich gebe zu wenig. Vielleicht blockst du auch zu viel und denkst du so, boah, wann kommt endlich eine Person, wo ich nicht blocken muss, damit ich meine Lilith zeigen kann. Aber das ist auch so ein bisschen deine Arbeit, lieber Löwe, hier, dich da weiterzubilden, was da los ist. Und ich sehe viel Feuerenergie, also du bist da sehr nach vorne, sehr aktionär in dieser Verbindung. Und kann auch sein, dass das für dein Gegenüber, also ne, Feuerenergie kann auch aggressive Energie sein und kann sein, dass dein Gegenüber deswegen hier so ein bisschen die Münzen hortet und nicht so seine Vision oder was er eigentlich will über diese Beziehung mit einbringt.
sondern eher so das Gefühl hat, sich immer rechtfertigen zu müssen. Ist auch krass, dass die beiden Karten so ähnliche Farben haben. Auch mit dem Elfenhaus und den Münzen. Und auch hier Merkur. Und vier der Stäbe. Dass man ja immer wieder ins Grübeln kommt. Also, was will die Löwe von mir? Warum ist das denn so anstrengend? Warum? Dann versuche ich mal so. Ich muss meine Energien schützen. Warum muss ich meine Energie schützen, um gesund zu bleiben? Also dein Gegenüber macht sich da auch große Gedanken. In der Zukunft haben wir bei euch dann Ceres, das Familienleben, ein Komet, das erste Haus und wieder ein Komet, das Familienleben. Ja, Ceres ist so die Ernte, die Fruchtbarkeit. Na, Trost geben, Trost nehmen. Gleichberechtigte Beziehungen. Und ihr seid beide da mal aufgefordert. Also diese ganze Situation zu euch hat jetzt so mal so beleuchtet, okay, krass. Also wenn ich was ernten will, dann muss ich in meine Einzigartigkeit kommen. Erste Haus, wieder Energie. Man steht zu sich. Man weiß, wer man ist. Das ist so der Selbstwert auch. Die Impulskraft, auch in Aktion zu treten, um etwas fruchtbar zu machen. Das ist so die Frühlingsenergie auch, ne? Sich durchzusetzen, weil es geht hier so um euer heiliges Zuhause. Also Vesta kann gut mit sich umgehen, wieder ein Komet. Ne? Also wenn ihr in diese Fruchtbarkeit kommen wollt, merkt ihr so, okay, man muss eigentlich schon in seiner eigenen Kraft sein. Und das wiederum beleuchtet so, ja, dann müsst ihr mal definieren, wie ihr euch wohlfühlt, wo ihr euch eigentlich wohlfühlt. Und wohlfühlen kann man auch, wenn man halt die Lilith auslebt, ne? Oder die mal angeht. Für dein Gegenüber sehe ich, dass er da im Deszendenten mal schauen sollte. Oder auch wie er sich selbst, ne? Also, wenn man geizt mit seinen Münzen, ja, dann braucht man sich auch nicht wundern, dass dann das Gegenüber auch geizt. Und ich glaube, du geizt und hier mit der Lilith und sagst, nö. Und wenn das ausgewogen ist. In der Gerechtigkeit einkehrt. Aber auch du mit dem neunten Haus darfst dazu noch ein bisschen lernen, was das Blockieren hier angeht. Um in diese Verbindung zu kommen. So. Ja, eine Energie würde ich gerne noch schauen, die ihr nehmen könnt. Sehr feurig und auch Karma-Gepäck. Also vielleicht seid ihr aggressiv. Ihr sollt ja in die Freude kommen. Also das sanft besprechen. Eine Energie, in die mein Löwe und das Gegenüber kommen dürfen, damit er den gesunden Weg einnimmt. Ja, Ritter der Münzen. Auch die guten Seiten zu geben, das Stabile, was man hat, auch zu geben. Und eine Energie, in die bald nicht gehen sollen, die jetzt der Bindung gar nicht gut tun würde. Eine Energie, die beiden nicht gut tun würde. Eine Energie. Ja, Page der Stäbe, wieder Feuerenergie. Ich will das und ich gebe das. Stabilität ist hier Erdenergie. Sich auch hier für einen Weg zu entscheiden. Also man ist sich auch noch nicht sicher, ist hier so die Hauptenergie. Und ich glaube, das ist hier mit dem Ritter der Münzen auch gemeint, was so ein gesunder Weg wäre, erstmal für sich zu definieren, okay, ich habe hier meine Werte, guten Werte, meine Lilith. Und die kann ich jetzt auch irgendwo einsehen. Ja, und die auch dem Gegenüber zeigen und nicht hier das ablocken komplett. Auch dein Gegenüber, also für euch beide geht das hier. So, lieber Löwe, ich hoffe, es war was für dich dabei. Wenn ja, freue ich mich natürlich sehr. Und dann auch über ein Like, wenn nicht, dann nicht. Und dann freue ich mich auch, wenn wir uns dann wieder am Neumond sehen, am 30.05. Bis dahin, see ya!